Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Wolf mit einem weiteren Hearthstone-Highlight. Das hier, Ladies and Gentlemen, ist das beste Video, das ich jemals gemacht habe. Vielleicht wirklich aller Zeiten. Und ich mache YouTube und Twitch jetzt schon seit 6,5 Jahren. Und ich hoffe, und wenn ihr das genauso seht, bitte supportet dieses Video. Normalerweise sage ich sowas nie zum Start, aber das, was ihr jetzt erleben werdet, ist so insane, dass ich mir wünsche, dass es wirklich jeder sieht. Teilt es, liked es, macht einen Kommentar, macht alles damit. Wenn ihr genauso überzeugt seid wie ich, weil was ihr jetzt sehen werdet, ist das beste Hearthstone-Match, das ich in meinem gesamten Leben jemals hatte. Ich spiele Hearthstone seit der Beta, seit über 3 Jahren. Ich habe viele coole Matches gehabt. Ich habe viele Best Matches ever gehabt, wie ich gedacht habe. Aber das, was ihr jetzt sehen werdet, ihr werdet es anhand der Länge des Videos vielleicht alleine schon erkennen. Das, was ihr jetzt seht, so unreal ist. Das könnte man sich nicht mal ausmalen, dass Hearthstone das überhaupt zulässt, was da passiert ist. Es ist ein Spektakel von Skill und RNG und Aberglaube. Es ist nicht in Worte zu fassen. Ich kann nicht in Worte fassen, was in diesem Match passiert ist. Guckt es euch an. Das beste Hearthstone-Match, das ich in meinem Leben jemals hatte. Und es wird bestimmt nicht mal viele da draußen geben, die wahrscheinlich noch besser waren. Denn wie gesagt, was für Mechaniken alleine uns Frozen Throne gebracht hat und die dadurch passiert sind und die uns den Schädel haben platzen lassen. Holy shit. Wenn ihr genauso überzeugt seid, schreibt es in die Kommentare. Sagt eure Gefühle, die ihr während des Matches erlebt habt. Genießt es in voller Länge. Haut das in Vollbild rein. Skippt nichts. Von Anfang bis Ende gucken. Es ist mega. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich verspreche euch, dass ich nicht zu viel verspreche. Oh mein Gott. Leute, viel Spaß mit dem insanesten, mit dem best Hearthstone-Match ever played. Taranda versus Mayev. Chirka. Okay, das ist nichts, was wir auf der Stadt haben wollen. Wir suchen schönere Sachen. Kasakos Anduin ist sogar echt okay. Damit kann ich sogar relativ gut leben. Miracle Rogue, ha? Huh? Sieht zumindest stark danach aus. Wie ist das eigentlich bei Hearthstone? Lädt alles schneller mit besserem Netz oder ist eher ein schnellerer PC vonnöten? Da ist überhaupt gar kein PC vonnöten. Das Spiel läuft auch auf dem Handy. Das läuft auch nicht schneller mit besserem Netz, das läuft nur so schnell, wie dein Gegner spielt. Ja, ich kann jetzt hier ehrlich gesagt nicht viel machen, ne? Wir haben den Lich King schon gespielt, ja. Das ist schlecht. Ich glaube, es wird gleich auf ein... auf eine frühe Dragonfire Potion hinauslaufen. Ich meine, wir könnten in die Dragonfire Potion halt echt baiten, ne? Wäre eine Möglichkeit. Sagen wir es so, der Lich King hat einen würdevollen Auftritt in Hearthstone bekommen, den er auch verdient hat. Die Menüs gehen doch schnell genug. Was willst du denn? Worauf willst du denn aus? Okay, jetzt hatte ich kurz Angst, dass ich eine Karte burn, aber ist alles gut.
Den Shako, den habe ich mir damals sogar gecraftet. Hat er gerade mein 1-1er gesappt? Hat er gerade mein 1-1er gesappt? This jungle hides many secrets. Okay. Das glaube ich dir sogar, dass das schwer zu erklären ist. So was habe ich nämlich auch noch nie gehört. Okay, er kriegt eindeutig zu viele fucking Priest-Karten. Wir spielen das sehr langsam. Notfalls müssen wir uns mit Shadow Visions irgendwie eine Greater Healing Potion holen. Was du da eigentlich nicht willst, aber wenn es sein muss. Jetzt sorgen wir erst dafür, dass der Shaku verschwindet. Oder auch nicht. Alter, der hat aber auch die Karten auf Hand. Prep ist relativ geil jetzt. Okay, wir haben halt ein Problem jetzt. What is a loon's will? At last, the word in the cipher. Ist jetzt Card Draw wichtig? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich brauche lieber einen Minion oder so. Es sei jetzt eine gute Karte gegen Priest, ne? What? Sie hat noch ein Patches im Deck? Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, holt er sich viele Karten. Hey, Blaze. Oh mein Gott. Jo, der zieht jetzt erstmal fröhlich sein ganzes Deck. Der zieht fröhlich sein ganzes Deck. Okay, ich muss mich jetzt schon fast in Shadow Reaper Anduin verwandeln. Aber ich hatte Razar noch nicht, also irgendwie auch nicht. Scheiße.
Muss das jetzt machen. Ich komme nicht drum rum, ich muss jetzt irgendwie auf Leben kommen. Gott sei Dank ist der Backstab weg, ey. Er hat noch 8 Karten. Vielleicht kann ich ihn sogar irgendwie millen jetzt. You cannot escape the shadow of death. Aha. Created by another card. WTF, was ist das denn? Created by another card. Seit wann heißt das dann another card? Okay, also, dass er das jetzt gemacht hat, war relativ doof von ihm, weil ich kann jetzt einfach mit Shadow Reaper Anduin ihn halt einfach wrecken. Was total geil ist. Das heißt, ich heale mich jetzt. Dann spiel ich. Jetzt hab ich fast scheiße gemacht. Dann Shadow Reaper. Oh nein! Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte erst in den Auktionär traden müssen. Dammit. Das war ein Fehler. Okay, wir können es theoretisch noch überleben irgendwie. The Brotherhood shall come. Oh. Oh. Habe ich gesagt, wir können das irgendwie überleben? Oh. Nee, können wir nicht, weil wir noch keinen Rasar hatten. Ah, oh, wir hatten noch keinen Rasar, deswegen geht das nicht. Shadowy thoughts. Okay, mal gucken, ob wir noch ein paar Death-Karten auf die Hand kriegen. Behold the glory of a new sun. Lyra, ich brauche ganz viele Death-Karten, okay? Okay, das ist auch in gewisser Weise interessant. Das ist sogar sehr interessant. Okay, nee, du stirbst mir dann. Das heißt, ich trade dich jetzt da rein. Okay, ich hab's noch irgendwie versucht, as good as possible zu clearen. Was brauchen wir jetzt, um zu gewinnen? Ja, Rasar eigentlich. Der Priest muss, der Rogue muss doch so langsam alles gespielt haben. Der müsste noch super viele Created Cards haben. Oder?
Choose times. Let's buy. Okay. Ja, hilft ja nichts. Wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie am Leben bleiben. Mann, wenn da... Ganz ehrlich, Leute, hätten wir Razar gehabt, hätten wir das easy noch gewinnen können. Weil ich hätte dann so oft restoren können, dass ich das komplette Board geklärt hätte. Scheiße. Darkness speaks to me. Shadows grow short. It's playtime. Right away. Oh. Okay, wir haben immer noch eine Chance. Es ist gleich Fatigue. Wir haben immer noch eine Chance. I'm almost out of cards. Gott sei Dank hat er nicht das andere Vieh geheilt. I got the best deals anywhere. Es ist tough, aber wir haben noch Chancen. Du wirst doch jetzt nicht spellen, du gehst doch fatigued, Dude. You wish to live forever. Warum gibst du nicht mehr Hälfte einem anderen Vieh, damit es mehr Schaden macht? Du bist ein Idiot. Okay, ich so, müsste jetzt eigentlich versuchen, Lyra zu kriegen, ne? Jetzt oder nie. Ja, okay, Raided Elemental ist in Ordnung. Oh, Dino Size ist ja mal richtig geil. The shadows grow short. Nee, macht ja keinen Sinn, weil ich ja immer noch... Ich bin das jetzt so gewohnt, dass ich diese Hero Power unendlich oft einsetzen kann, aber das ist ja nicht so. I'm out of cards. Weil ich kann auch noch keinen Razar habe. Scheiße. Okay, ja, geh halt Fatigue von mir aus. Ich müsste genügend Heal haben, dass ich das trotzdem noch hinkriege. Ich kann gleich mal Forbidden Shape machen und into Lich King oder so. Hey, you wanna buy a funnel cake? Es müsste schon noch klappen. Okay, es wird eng. Es wird richtig eng. Okay, ne, Greater Healing Potion ist jetzt natürlich erstmal wichtiger, aber wir dürfen nicht sterben. Und dann ganz viel Kleinvieh. Oder clear ich lieber? Ich meine, für deine Size wäre es eigentlich besser. Aber wie wichtig ist deine Size? Ich sollte lieber seinen Schaden... Ja. Ich sollte seinen Schaden lieber dezimieren, ne? Oder vielleicht muss ich mich in dem Turn noch gar nicht... Was hat er denn noch alles auf der Hand? Muss ich mich jetzt echt heilen? Shadowy thoughts. Ich glaube nicht, dass er so viel Schaden auf dem Ding hat.
shadows grow short. Na, ich gehe auf Nummer sicher. Ich gehe mal auf Nummer sicher, weil warum soll ich es riskieren? Er muss traden. Damit verpasst er auf jeden Fall schon mal 3 Schaden. Und er kann seine Razor Petals nicht spielen, weil er dadurch fatigt. Das heißt, wir spielen tatsächlich das ultimative Fatigue-Deck. Und dass er nicht tradet, bestrafe ich jetzt mit Dino Size. Weil er dürfte ja gefühlt nur noch diese Shadow Reflections auf der Hand haben. Die kriegt er zwar in jedem Turn, aber die kann er nicht spielen, weil es Spells sind und dadurch zieht er Karten. Death Shadow grows. Ah, ist schon geil, ich liebe das neue System. Also, diese Death Knight Matches gegeneinander sind schon ziemlich geil. Ja, wir sollten das gewonnen haben. Oh nein, das war dumm. Eigentlich war das gerade total dämlich, weil ich ihm jetzt so die Chance gegeben habe, dass er Spells spielen kann. Eigentlich war es doof, aber egal. Daran sollte es jetzt wahrscheinlich nicht scheitern. Was? Der hat nicht gerade allen Ernstes den Archbischof Benediktus aus dem Undercity-Huckster, den ich gerade getötet habe, geholt. Was? Und ich habe noch übelst krasse Karten im Deck. Lich King, Statue, Enzoth, Razar. Fuck! Was, Alter? The shadows grow short. Uncanny. Wie ist denn das möglich? Wie ist denn das möglich? Oh mein Gott, und ich habe fast nur noch gute Karten im Deck. Ich habe fast nur noch gute Karten im Deck. Das heißt, er hat jetzt auch Enzoth und den ganzen Scheiß. Ja, und ich zieh den scheiß Us jetzt natürlich. Fuck. Okay, einzige Möglichkeit wird Tyrion, Lich King, irgendeine kranke Scheiße jetzt. Go for it. Das ist actually nicht schlecht. Das ist actually nicht schlecht und ich muss face gehen, weil er...
Weil er noch so viele von diesen Pedals hat. Blessed be this funnel cake. Oh no. Kann ich jetzt bitte die wichtigen Dinge ziehen, wie Lich King? Das entscheidet das dann nämlich. 7 Karten noch. Gib mir meinen Lich King einfach, bitte. Warum nicht? Warum? Was habe ich dem Spiel getan? Gott. Oder einfach mal Razar, Razar, und ich könnte die ganze Zeit für Zero Hero powern. Mann! Wenn der jetzt den Lich King zuerst zieht, habe ich verloren. Nein, du kriegst jetzt keinen Lich King. This is not true. Let me change your mind. This is not true. Nicht wahr. Das ist nicht wahr, ey. Out of my jungle. Das ist einfach nicht wahr, Alter. Ich meine, ich könnte... Nein, er kann ja... Nee, er kann nicht 2 Lich Kings kriegen, weil ich die mir jetzt geklaut habe. Das ist zu krank. Ich weiß nicht. Dieses Match geht im Übrigen bereits seit 25 Minuten. Ich glaube, das ist das krasseste Match, das ich jemals in Hearthstone gesehen habe. Das ist einfach nicht wahr, ey. Endlich, Razar. Endlich. Okay, wir müssen das jetzt clever machen. Wir haben für Barnes, wir haben Lich King, Enzoth oder Obsidian Statue. Beide sind gut. Also Lich King und Obsidian Statue. Das heißt, es wäre maximal unlucky... Wenn ich jetzt Enzoth rauskriege. Und dieses maximal unlucky haben wir jetzt einfach nicht, oder? Surrender your will to the Cabal. Obey. Komm, nochmal Death Knight oder von mir aus Obsidian Statue. Komm schon. Tonight, a tale of glorious redemption. Yes! Grow short. Yes! Oh mein Gott, was ein Match, ey! Aber warum kriegt er 2-mal Doom Pact? Warum 2-mal Doom Pact? Das ist doch scheiße! Oh mein Gott, es ist halt jetzt ein Mirror Match auf einmal! Oh, verdammte Schurken! Okay, get face. Komm, jetzt Enzoth. Dann habe ich 2 Lich Kings auf dem Feld. Okay, scheiß drauf, dann kommt er halt jetzt so. Halt, erst so. Warriors of the Frozen Wastes. Rise.
Holy shit. Obey. Okay, Leute, wir müssen dieses Match jetzt gewinnen. Nein! Nein! Oh mein Gott. The end has come. No. I will find you. Das ist das krasseste Match, das ich je geführt habe. Mit Abstand. Okay, das müsste es gewesen sein. Das müsste es gewesen sein. Selbst wenn er den Endsoft jetzt aus meinem Deck zieht, müsste es das gewesen sein. Nee. Sagen, wir haben gewonnen. Ladies and Gentlemen, wir haben gewonnen. Oh Gott, es ist nicht ein Lich King dabei. Oh. Nicht ein verkackter Lich King, das gibt's doch nicht. Es ist immer noch nicht vorbei! I'm out of cards. Fuck my life, Alter. Okay. Ach, Lich King hat gar... Ach ja, stimmt, Lich King ist ja End of the Turn, nicht Death Rattle. Stimmt. Hab nichts gesagt, Leute. Hab nichts gesagt. Ach so, ja, ich hab ja gar, es gibt ja gar keine Deckkarten mehr. Da war ja was. Oh mein Gott. Ich ne Alo Pura. Oh mein Gott. Was für ein unfassbares Match. 32 Minuten. Oh, fast Fatigue noch. Ich hasse es. Das ist so ein typisches Rang 19 Match, weißt du? Well played. Thank you. Shadows consume you. Fuck my life. Das war das krasseste Hearthstone-Match, das ich jemals gehabt habe. Der Typ hat über 40 Karten gespielt, ne? Oh mein Gott. So, meine lieben Freunde, habe ich euch zu viel versprochen oder was? Könnt ihr glauben, was ihr gerade für ein Match gesehen habt? Nee, ich auch nicht. Supportet, liked, teilt und knuddelt das Video und nehmt es mit unter die Bettdecke, ist es mir scheißegal.
Das muss gefeiert werden.